Das wird aufgenommen. Okay, scheiße. Ah! So war das nicht geplant. Warte, ich habe eine bessere Moment, Idee. Moment mal, ist jemand von Spieler bei uns vor der Base? Ich werde schon angegriffen. Oh shit. Was? Oh nein. Oh nein, ich gehe auf Bruder Attack, ich komme mit. Er bolert hier oder er will mich bolern. Peng. Ach, du bist ja auf der. Ich habe noch eine Granate. Ich habe auch noch eine Shotgun. Schau alles. Wo ist der? Vor der Base. Ich rauslasse. Battle mit dem Affen. Tür auf, Tür auf. Ich bin jetzt wenn vor der Base. Wenn er rein will, dann. Wenn er mach rein will, zu hinter ich mir. Weg. Ich sehe ihn. Ja. Er redet ganz böse Affe und rennt, als wird er von tausend Sachen verfolgt. Ah, das ist er. Ich sehe ihn da oben. Ich sehe ihn da laufen. Ich versuche mal den Weg abzuschneiden. Jetzt versuche ich auch mal hier Taktiken zu machen. Lea kürzt ab. Reno! Oh oh. Wo? Oben ja, auf dem oben, Berg. Ja, oben, stimmt. Kommt zu mir. Oha. Das ist aber ist schon zwischen blutig. Die Bäume, oder wird es ist blutig. Das ist blutig? Ist blutig, ja. Das hauen wir um. Ja, das hauen wir platt. Wenn das ein Gegner ist. Wenn es dann runterkommt. Ich schieß gerade da drauf. Habe ich jetzt nicht schießen drauf geachtet, ob es ein Gegner ist. Es ist von. Black Warrior ist das. Okay, töten. Also Gegner. Und der rennt irgendwie im Kreis, als würde er wen anders jagen, der da noch rennt. Die sind schon da oben, ne? Da springt einer mit dem Fallschirm. Ja, rein. Springt drüber in die Base. Tür ist zu. Ja gut. Ich bin noch da. Aua, irgendwas hat mich beschossen, glaube ich. Nein, ich habe auf dem Fallschirm-Typ auch geschossen. Er ist vor der Base runtergesegelt. Wie, vor runter? Der Base? Vor der Base? Also unten. Der ist nicht hoch reingekommen. Wie, der ist okay. Vor der Klippe hängen geblieben. Genau, der ist beschossen. Der hat den Fallschirm zugemacht und ist dann da runtergesegelt. Ich sehe hier niemanden. Aber der hat sich doch in die Base fallen lassen, oder nicht? Ja, aber er hat sich dann abgedreht. Ich wurde auch, glaube ich, auch beschossen gerade. Ich habe aber den Schuss nicht gehört. Das macht mir gerade Sorgen. Ja, blöd, schon wieder. Ich müsste mal ab ins Wasser hinten. Runter. Aber ich will jetzt auch nicht hier raus. Kannst du von da oben gucken, wo der Schütze liegt? Ja. Jetzt habe ich natürlich keine Longneck mehr. Wo ist der? Ja, der liegt irgendwo oben wahrscheinlich. Hier rechts von mir? Hier aus Dach hoch. Au. Kann ich euch mehr sagen. Wenn ich sehe. Ich werde immer noch beschossen. Parazzi hat nur noch Hälfte Leben. Sicher nicht oben bei euch da irgendwo an der. Also in unserer Klippe? Mit dem Affen ist Snow. Das bin ich, ja. Ich bin hier oben im Redwood mit dem Affen. Hier ist einer auf dem. Ah, das seid ihr. Das ist uns. Naja, das Rino. Rino ist vor mir da hinten. Ich. Hier oben sehe ich keinen bei uns in der Base. Da ist keiner drin. Es wird auch gleich wieder Nacht, ne? Hier, ich habe einen gesehen, hier bei mir. Hier rennt er weg. Links von der Base. Wenn ihr aus der Base rauskommt, ja, links, er wird vom Sarko verfolgt hier. Ich bin aber zu das Sarko läuft auch hinterher. Ich greif jetzt das Rino an am besten, oder? Es flüchtet schon. Das Problem ist, es ist schon wieder so dunkel. Hirschreiter. Oha. Vor der Base? Ja, auch da oben. Rino kommt wieder hoch. Komm zurück, das Rino. Ich komme wieder zurück zur Base. Mhm. Bin Half-Life mit dem. Ich hier oben. Wird auch schon wieder geschossen, kann das sein? Ja, auf mich. Jetzt ist mein Affe überladen. Nee, geht überhaupt da drauf. Nichts. Bei mir sind die Texturen wieder so blöd. Ich geh mal rein in die Base. Jetzt haben sie mich wieder angeschossen. Ja, im Zweifel geht lieber rein, ne? Wenn sie nicht zu uns kommen können, dann. Dino ist immer noch da hinten. Ja, wer macht zu? Ich mach zu. Auf weiter. Okay, ich laufe jetzt zu Fuß im Redwood rum. Der Affe ist eigentlich auf Follow, aber er kommt nicht mit. Warum nicht? Überladen? Follow Distance zu hoch? Nee, ich habe alles rausgeschmissen. Kommt man rein mit den Parzern? Nein. Komm jetzt, du Affe. Ich werde jetzt mal mir wieder die Longneck nehmen und leg mich einfach mal aufs Dach. Mhm. Ebenso. Und so bist du mit dem Affe da oben? Ich bin zu Fuß, der Affe folgt mir.
Achso, ich habe nichts getrunken, scheiße, ich wollte eigentlich noch was trinken. Ich wollte das ändern, weil ich wollte das Rino verwirren, aber es ist weggelaufen. Der Affe ist auch fast tot, ey. Bring den Affen lieber nach Hause. Danke fürs Aufmachen. Das Rino ist hier rechts da beim Diplo hinten. Aber bei mir ist spinnt die Tour wieder, dass ich nicht mal mehr mein Fadenkreuz sehen kann. Komm jetzt durchs Tor rein oder ich schon wieder oben? Das war ich oben. Achso. Ich hab versucht, das Rino zu erwischen, aber bei mir schwindet hier gerade irgendwie die Textur. Das gar nicht so. Es ist auch seltsam, wenn ich von hier ins Redwood gucke, da ist das Redwood bei mir relativ hell. Wenn ich selber im Redwood stehe, ist das Redwood total dunkel. Das ist echt seltsam, ey. Wenn mir da mal jemand einen Tipp geben kann, was ich da deaktivieren muss, damit das nicht mehr so ist, dann... Oh, da ist das Rino, stimmt. Oh Gott, ich sehe das gar nicht. Ich sehe es da hinten. Rechts. Wenn du rechts da hinguckst bei Lonestar, da beim Affen. Da, wo der Affe rumläuft im Sumpf. Ich bin nicht mehr im Sumpf, ich bin in der Base. Ach so, dann ist das ein wilder Affe. Dann ist das der Affe, den wir zähmen wollten, genau. Ja. Irgendwas quietscht hier vor unserer Tür. Jetzt ist es aber nicht mehr da. Jetzt hat es sich in den Wald zurückgezogen. Also in den Sumpf, der da vorne ist. Es ist nicht ins Redwood gelaufen, das Rino. Mhm. Hinlegen, ne? Dann zielt man ruhiger, ne? Ja. So war's doch. Genau. Ich seh's wieder. Hängt ein Pico Mastax in unserem Tor drin unten. Okay. Macht die komischen Geräusche. Es läuft da noch. Genau da an der Grenze zwischen Sumpf und dieser Lichtung, wo der Affe rumläuft, läuft es immer noch so rum. Vielleicht wollen sie den Affen holen. Möglich, ja, möglich. Aber das Rino hält echt nicht mehr viel aus, nur noch ein, zwei gezielte Schüsse und dann ist das platt. Ja. Da unten ist es. Okay. Vorsicht, ich bin gleich der Hirsch bei dem Rino. Hier ist Rino auch noch nicht. Ankommt, bin ich schon da. Hallo. Blute, tot, los! Kannst du es vielleicht ein bisschen auf die Lichtung locken, dass wir auch noch drauf schießen können? Er rennt ums Haus rum. Ich hoffe, er verblutet. Um dieses Haus da bei, da von ja, denen. Okay. Um dieses Steinhäuschen, er rennt auf die Lichtung hoch. Er macht allerdings auch schön Aua. Ja, du darfst dich von denen nicht treffen lassen. Vor allem nicht, wenn er Anlauf genommen hat. Ja, er nimmt gerade Anlauf. Aber ich bin schon zu schnell. Ja, cool. Schön. Ja, nice, sauber. Da liegt's noch. Man sieht's da hinten so ein bisschen. Der hat eine Shotgun dabei. Ja. Oh, der hat eine Shotgun. Ist da noch jemand bei dir? Da sind die Morphodons an dir dran, oder? Aua. Ich hab eins gekillt gerade. Er hat's mit dem Rino erwischt, aber ich hab's gerade auch angehört. Kann er mal verbluten? Oder ein Trodon? Oh Gott. Kann er mal verbluten? Muss auch mal ganz schnell vor die Base. Ich muss nämlich mal was trinken. Der ja die ganze Zeit rumrennt, kann ich auch nicht schießen. Achtung, er hat eine Bola rausgeholt. Ich nehme den Knüppel einfach, wenn er von mir was will. Oh, diese Trodons nerven natürlich auch. Ah, das Trodon ist an ihm dran, das finde ich gut. Der Argentavis dort wird jetzt auch noch gleich mitmischen. Ja, ich muss das Dimorphon killen. So. Er hat das Trodon am Arsch. Und legt sich dahin. Ich sehe es. Hab ich gesehen. Mit Pfeil und Bogen macht er dann jetzt weiter. Ich sehe euch jetzt nicht mehr. Ja, jetzt seid ihr hinter so... Nach da seid ihr wieder. Er ist eingeschlafen, jetzt ist er tot. Au. Ja, nice. Oh, ich hab glaube ich sein Zeug, aber der Vogel, der hat mich gerade noch gebissen. Ja, ich hab sein Zeug. Ich hab Upsi oder so umgebracht. Mhm. Ach, lasst mich rein. Mir geht's nicht mehr so gut. Leo, ich bin hier schon immer fast um. Das Spielbär macht auf. Ich muss aber auch noch runter und was trinken. Ui, 500 Leben habe ich. Ja, nice. Ich habe ein bisschen Sumpfwasser gleich mitgetrunken. Bisschen Entengrütze geschlürft. Stehendes Gewässer. Mal schauen, was ich jetzt mitgenommen habe. Ich komme hier einfach nicht rum. Jetzt. Ja, da haben wir doch auch mal einen Kampf gewonnen hier. Eine blaue Metallpicke. Und ein Kibbel, ein Terrorbird-Egg.
Grappling Hooks. Oh. Cooked Prime Meat hat der. Tranquilizer Darts. Tranquilizer Darts? Und ein Teilpfeil, aber er hat nicht die Waffen dafür dabei gehabt irgendwie. Vielleicht auch von jemand anderem schon geholt. No. Ja, möglich. Oder ein Pego Mastax, ne? Hat's geklaut. Mit Rino kann er natürlich einiges platt gemacht haben auf seinem Weg hin auch. Ja, so blutig wie das war, hatte das ja auch einen Kampf hinter sich. Ja. Mhm. Würde er sich jetzt schön ärgern, dass er das Rino verloren hat. Bei 100 und war das Rino, also was tut schon weh. Pack ja, nice. Das Zeug oben in die Smithy rein. Jetzt läuft da hinten noch der Affe rum. Gehen wir da nochmal dran? Ja, aber jetzt wird es gleich dunkel. Lass nochmal warten, bis es hell geworden ist. Dann können wir uns gerne den Affen holen. Bei den Affen ist ein Spieler. Beim Affen ist ein Spieler? Ja, der versucht den Affen zu tillen. Das verhindern wir. Würde ich sagen, ja, verhindern wir das mal. Legen wir uns mal hier alle schön auf die Lauer. Ja, er ist sauer geworden auf ihn. Der Affe jagt ihn schön. Ja, schön. Sollen wir ihn jetzt abschießen, Röckner, den Spieler? Oder? Er ist bei mir außer Range gegangen. Ja, bei mir ist auch kein Range mehr. Aber wartet mal, wir können theoretisch auf die Paracias und dann ein Stück vorlaufen. Dann können wir ihn noch sehen. Die wackeln zu sehr. Da drauf zu treffen, ist echt eine Kunst. Ah, ich wurde beschossen. Ah, nee, das war die Stachel. Den Affen sehe ich noch. Der Spieler ist da über dem Affen auf der Klippe. Steht da. Erwischt. Level 10er war's. Chance. Ja, ich hab's gesehen, wie du ihn getroffen hast. Schön. Okay, dann können wir den Affen sehen. Der Fortschritt ist jetzt aber weg beim Affen, ne? Stimmt, ja. Muss ja. Ja, stimmt. Können wir ihn überhaupt noch anfüttern, wenn einer ihn schon angefüttert hat? Geht das? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Müssten wir ihn erst prügeln, bis er keinen Fortschritt mehr hat. Und vielleicht geht's dann trotzdem nicht mehr. Prügeln. Der wird eher uns eher prügeln, glaube ich. Also der hinten auf der Redwood-Klippe ist jetzt nicht nur ein Sakro unterwegs, wo wir mal hochgehen, der ist auch ein Thylakoleo, habe ich gesehen. Müssen wir aufpassen gleich. Okay. Können wir den nicht einfach erschießen von hier? Ja. Munitionsvergoldung, oder? Ja. Ja, aber dann ist da kein Thylakoleo, der uns den Affen dann kaputt macht. Solange wir da nicht hergehen? Nee, da ist der Affe ja noch nicht, der ist ja woanders. Ach so, ja dann. Leute, wie hier einfach. Da ist ein Schütze. Wo? Bei den Betten. Geradezu. Ja, immer dann, wenn ich gerade runtergegangen bin. Er schießt an mir vorbei. Er läuft. Bei den Betten. Ist außer Range bei mir. Ah, fuck, ich wurde beschossen. Er hat mich getroffen. Hier, da ist er. Soll ich einfach mal hier so ein bisschen oben rumtänzeln, sodass er auf mich schießt? Treffer. Ihr könnt ihn. Nice, okay. Er lebt aber noch. Ja, ich sehe nämlich jetzt sowieso nichts mehr. Ich mache einfach hier, lolala, schieß mich doch. Jetzt wird's dunkel da drüben. Wo ist er? Ich habe mich schon nackt ausgezogen oben rum, damit er ein bisschen die Aufmerksamkeit bekommt. Hm. Oder blind wird, je nachdem. Wenn er meine Bauchmuskeln betrachtet. Oh fuck, der hat mich getroffen, das kleine Schweinchen. Triff mich, lalala, triff mich. Ich sehe es halt nur, wenn er schießt, wo er ist. Ja, ich kenne das Problem. Wo liegt der denn? Drüben bei den Betten fair. Ich weiß gar nicht, wo die Betten sind, die habe ich nie gesehen. Genau, bei den Sleeping Bags. Ach, da, okay. Die Betten, okay. Oh, der hat mir gerade am Ohr vorbeigeschossen. Er ist von Random Killern. Es klappt. Ich lenke ihn ab und ihr schießt auf ihn. Er gehört zu den Random. Die Wege gefahr wieder. Der liegt aber so blöd hinter dem Felsen. Ah, er hat mich nicht getroffen. Ist wieder daneben. Daneben. Lalalala, daneben. Lalalala. Hier ist jemand in unserer Base und der quatscht mit uns. Wo, wer, was, wie, wo, was, wie, wann? Hallo? In der Base. Wissen wir, das ist? Im Haus. Er will uns was sagen. Im Haus oder was? Nee, vorm Haus. Was will der? Auf dem Weg zu unserer Base wären 30 Pazeterien in etwa. Meint er. Granaten! Aha. Okay. Holt die Granaten! Und jetzt erschieß ihn. Wir haben nur 11 Granaten. Ja, noch. Oh, mir fällt gerade was auf. Ich habe ja noch den Helm vom Bruder Tuck. Das ist von den Sleeping Knights. Ach, okay. der hat mir letztes Mal schon uns hier geholfen mit der Sleeping Knight Gang so ein bisschen. Der wurde gerade drunter geschossen zu uns.
Also erst sich komplett sicher, dass da ein paar Viecher auf dem Weg hierher sind. Ja, dann noch ein paar mehr Granaten machen. Ja. 30 das? Paraceratirien? Ja, bestimmt höchstens 13, aber das reicht ja schon. Naja gut, Paraceratirien. Ist trotzdem Übermacht. Ja. Aber die kommen nicht durchs Tor durch, wenn sie sich nicht reinsprengen können. Und dann können wir sie mit unseren Paraceratirien dort immer wieder runterschubsen. Das geht. Dann können wir sie mit unseren Granaten reinlassen, weil wir unser eigenes Tor aufsprengen wahrscheinlich. Das dürfen wir nicht machen. Ja, dann müssen wir schneiden. Gott, ich sehe nichts. Ja.